Also mein Kleiner, können wir jetzt? Ja? Dürfen wir jetzt? Oh, schau. Tschüss, Schnuffi. Hallo zusammen und willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video soll es um etwas Schönes gehen, nämlich um 6 Dinge, die Meerschweinchen lieben. Ich habe vor einigen Wochen ein Video gemacht, in dem es um 6 Dinge ging, die Meerschweinchen hassen. Und natürlich gibt es da das Gegenteil-Video noch zu. Und das seht ihr heute. Wir wollen direkt mit Punkt 1 einmal starten. Und zwar ist Punkt 1 das Heu. Heu ist nicht nur für die Zähne und die Verdauung der Schweinchen unglaublich wichtig. Meerschweinchen lieben Heu auch. Also meine Meerschweinchen futtern unglaublich viel Heu und das auch, wenn sie Frischfutter zur Verfügung haben. Aber sie lieben es auch, sich im Heu zu verstecken oder damit zu spielen. Ich nutze eine Heuraufe, wie viele andere wahrscheinlich auch. Und da macht es Sinn, ab und an einfach mal einen Heuberg im Gehege unterzubringen oder in einem Paket oder in einer Tüte Heu unterzubringen, dass die Schweinchen sich darin verstecken können, dass die Schweinchen da so ein bisschen drin spielen können, denn das machen sie nämlich auch unglaublich gerne. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Punkt Nummer 2 ist das Verstecken. Das Ganze haben die Schweinchen von der Natur aus mitbekommen, denn es geht darum, dass sie vor allem Angst haben, was von oben kommt. Vor ihren Fressfeinden wie Greifvögeln zum Beispiel. Das heißt, Meerschweinchen verstecken sich gerne und sie brauchen auch Verstecke. Wir alle möchten gerne zutrauliche Schweinchen haben, wir möchten gerne, dass sie zu uns kommen, aber das Ganze funktioniert nur, wenn sie auch Rückzugsmöglichkeiten haben. In Form von Häusern oder Kuschelsachen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Bei mir zum Beispiel ist es ja so, dass sie in dem Käfig hinter mir durch die Tische allein schon einen sehr geschützten Bereich haben. Und man sieht ganz häufig abends, dass das der Bereich ist, wo die Schweinchen sich am liebsten hinlegen, weil sie sich dort sicher fühlen. Sie liegen auch mal so im Gehege, aber sie lieben am liebsten da, wo sie sicher sind. Und der absolute Lieblingsplatz meiner Schweinchen ist wohl die Hängematte. Ist von oben geschützt, ist von unten super weich. Aber auch zum Beispiel Kuschelsäcke mögen die Schweinchen unglaublich gerne. Sie haben es gern weich, sie haben es aber halt auch gerne dunkel und geschützt. Und darauf solltet ihr bei eurem Gehege immer ein bisschen achten. Punkt Nummer 3 ist frische Wiese. Gerade im Sommer ist es für uns kein großer Aufwand, nach draußen zu gehen, Wiese und Wildkräuter zu sammeln, um den Schweinchen eine Freude zu machen. Meine Schweinchen würden, wenn sie die Wahl haben, immer Wiese vor allen anderen Sachen stellen. Also wenn ich da Salat und Wiese gleichzeitig hin tue, wird Wiese immer zuerst gefressen. Das mögen sie am liebsten. Achtet da immer drauf, dass das Anfang des Jahres oder Anfang des Frühlings vernünftig angefüttert wird, damit die Schweinchen keine Verdauungsschwierigkeiten kriegen. Aber es ist etwas, was nicht nur für euch gut ist, weil es ein bisschen den Geldbeutel spart, sondern auch, wo die Schweinchen sich unglaublich drüber freuen. Und hier habe ich einen kleinen Tipp für Herbst und Winter, die jetzt vor der Tür stehen. Ich habe zu Hause immer in kleinen Blumenkästen, in so flachen Blumenkästen, ein bisschen Petersilie oder auch Gras angepflanzt, sodass die Schweinchen immer zwischendurch das einmal haben können. Ich stelle das einfach so ins Gehege rein und ich finde es super schön zu sehen, wie sie da drauf hüpfen und dann einmal den Rasen mähen. Punkt Nummer 4 ist ein relativ einfacher Punkt und zwar geht es um ein sauberes und frisches Gehege. Ich sehe das immer am Wochenende, wenn ich die Schweinchen frisch sauber gemacht habe, da wird auf große Erkundungstour gegangen. Dann geht ein Schweinchen geht vorweg, die anderen wie in einer kleinen Karawane hinterher und das ganze Gehege wird einmal erkundet. Das heißt, die Schweinchen brauchen es nicht nur sauber, weil es sonst zu gesundheitlichen Schwierigkeiten kommen kann und für uns ist das nicht nur ein Vorteil, weil es nicht so streng riecht zu Hause, sondern die Schweinchen lieben es auch einfach, weil sie es lieben, neu zu erkunden. Stellt die Häuser einfach mal woanders hin, nehmt andere Kuschelsachen und die Schweinchen finden das toll. Punkt Nummer 5 ist ein Punkt, den wir Menschen auch alle verstehen können. Es geht um Leckerchen. So wie wir gerne mal Schokolade oder Chips essen, möchten die Schweinchen auch gerne ein paar Leckerchen zu ihrem normalen Futter dazu haben. Und unser Go-To, und ich glaube 90% der Schweinchen sind dafür zu haben, sind Erbsenflocken. Ich habe ganz lange das in Facebook-Gruppen oder auf YouTube-Videos gesehen und mich gefragt, ob da wirklich was hintersteckt, ob Schweinchen wirklich so für Erbsenflocken zu haben sind. Und seit ich das ausprobiert habe, habe ich immer Erbsenflocken zu Hause. Bitte füttert keine Massen davon, weil Erbsenflocken machen ganz schön dick. Aber es ist eine super Sache auch, um Vertrauen zu euren Schweinchen aufzubauen, um sie aus der Hand zu füttern. Wenn ihr möchtet, um ihnen kleine Tricks beizubringen. Für all das sind Erbsenflocken gut und die Schweinchen lieben sie einfach. Und der letzte Punkt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Schweinchen lieben uns. Denn natürlich haben die Schweinchen manchmal auch schlechte Erinnerungen an uns. Krallenschneiden zum Beispiel wird häufig nicht gemocht oder der TÜV wöchentlich, Tierarztbesuche oder falls immer ein Schweinchen peppeln müssen, sind so negative Beispiele.
Aber ich glaube, dass den Schweinchen schon bewusst ist, dass wir das Futter bringen, dass wir Zeit mit ihnen verbringen und dass ganz viele Sachen nicht unbedingt möglich wären, wenn wir nicht da sind. Und bei den Meerschweinchen geht Liebe einfach durch den Magen. Von daher, ich bin sehr überzeugt davon, dass den Meerschweinchen das bewusst ist und dass sie uns lieben. Und damit möchte ich das Video für heute beenden, denn eigentlich gibt es dazu nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch eine gute Woche und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.